Die Wassersprechstunde mit ihrem Wasserexperten Erich Meidert von Mr. Water. Welche Schadstoffe kann eine Umkehrosmoseanlage entfernen? Eine Umkehrosmoseanlage entfernt all die Stoffe, womit sich die Klärwerke massiv schwer tun und die sie auch zum größten Teil nicht herausbekommen. Vor allem Hormone, Östrogene, Arzneimittelrückstände, Pflanzenschutzmittel auch nur zum Teil, Blei, Kupfer, Schwermetalle, Nitrat, auch das wird nur zum Teil herausgefiltert. Und das komplette Spektrum wird abgedeckt und filtert eine Umkehrosmose heraus. Ich wohne in einer Altbauwohnung. Warum schmeckt mein Leitungswasser komisch? Ja, man kann Ihnen grundsätzlich ein Kompliment machen, wenn das Leitungswasser komisch schmeckt, denn dann haben Sie zu Recht den Verdacht, dass meistens die alten Leitungen schuld sind, die sich über 4, 5 Etagen hin, wegstrecken. Und drum, meistens sind es die alten Leitungen im Altbau. Fragen Sie mal den Vermieter, wann er die alten Leitungen ausgebaut hat. Sie werden keine schöne Antwort bekommen. Drum ist es schon gut, wenn Sie merken, dass Ihnen das Wasser nicht schmeckt. Da ist nämlich meistens irgendwo der Hund begraben. So ist es. Ich trinke gerne Sprudelwasser. Kann ich dies auch mit einer Umkehrosmoseanlage herstellen? Ja, mit der Umkehrosmoseanlage lässt sich sehr leicht, sehr kostengünstig Sprudelwasser herstellen. Mit einem SodaStream, SodaMax, das ist wirklich eine einfache Investition. Da ist man immer flexibel damit. Und da ist die Umkehrosmose eigentlich die beste Grundlage dafür. Kleiner Geheimtipp, eine Messerspitze Natron dazu, dann ist sogar die Säure neutralisiert. Also da haben Sie richtig eine gute Qualität. Was passiert, wenn ich meine Umkehrosmoseanlage 14 Tage nicht benutze? Tja, wenn Sie eine Umkehrosmoseanlage 14 Tage stehen lassen, dann ist immer die Gefahr der Verkeimung da, egal was passiert. Wir haben mit unserem System Arctica genau dieses Thema gelöst, indem wir komplett alles spülen. Und dann können es 3 Monate weg sein, weil es spült sich 24 Stunden nach dem Gebrauch die Anlage komplett. Und da habe ich noch keine Anlage gesehen, die das ähnlich so macht. Ist es besser, Leitungswasser statt Mineralwasser zu trinken? Die Frage ist gut, die Frage ist qualifiziert. Es gibt aber bei Leitungswasser gigantische Unterschiede, genauso wie es bei Flaschenwasser gigantische Unterschiede gibt. Ich nenne immer 4 Flaschenwasser. Plose, Lauretana, Black Forest, Hornberger Lebenskühl. Es gibt noch ein paar gute mit der geringen Leitfähigkeit. Die kann ich empfehlen. Während andere, für die du sehr, sehr viel Geld ausgibst, vorzugsweise beim Nobel-Italiener, nicht empfehlenswert sind, weil sie viel zu viel Fremdstoffe haben und zum Teil auch Fremdstoffe, die in der Trinkwasserverordnung verboten sind. Werden aber nicht geprüft. Mineralwasser prüft man nur auf 16 Stoffe. Das ist nicht gerade viel. Deshalb gibt es gute Flaschenwasser, aber man muss halt immer im Detail schauen. Sie haben Fragen zum Thema Wasser, Trinkwasser, Mineralwasser oder Quellwasser? Schicken Sie uns Ihre Frage. Ganz einfach per E-Mail an wassersprechstunde@mrwater.eu.